servus und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ja, bei mir ist gerade Samstagabend. Gerade haben sie schon wieder zum Essen gerufen. Ich habe schon mal gesagt, ich habe nur dann Zeit, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, mache ich immer dasselbe. Ja, heute an diesem Samstag habe ich bloß reinmachen gehabt, zu früh die Wohnung geputzt und dann sämtliche Ställe, Pferdestall, Pferdekoppel abgeäppelt, den Mist verfahren, Schweinestall ausgemistet, der ist komplett frisch, die mampfen gerade Weizen, da ist alles schön frisch, frisches Wasser und hinten den Hühnerstall natürlich auch, dass die auch wieder einen frischen Stall haben. Frisches Wasser und Sägespäne. Ja, so schaut das Ganze aus. Die haben jetzt noch zu tun und ich verfahre meinen Mist. Ja, mit welchem Schlepper fahre ich heute? Der KA15 hängt vom Flug und der Allgäuer steht in der Halle hinten drin. Also bleibt mir bloß der KL300. Ja, und mit dem fahren wir den Mist jetzt nieder. Dann räumen wir auf. Jetzt ist zu. Dann müssen wir das Auto noch aufräumen, das steht noch da oben. Und dann ist Feierabend. Dann können wir morgen am Wochenende genießen. Geht's immer. Wir haben einen Zeitsprung gemacht. Ja, warum hat der Idiot gestern während der Fahrt die Kamera ausgeschaltet? Ja, habe ich nicht wirklich. Ich hatte das Problem, die Kamera ist mir tagsüber wieder eingegangen in der Hosentasche. Ich habe die Lara GoPro meistens einstecken, habe sie dabei. Und die ist mir angegangen. Das habe ich relativ spät bemerkt.
Da ist er ausgeschaltet gehabt, ne, und wie ich dann gefilmt habe, da hat es eigentlich noch zwei Striche angezeigt. Aber scheinbar wurde es dann bloß ein wenig Restspannung und die ist dann relativ schnell futsch gegangen. Ja, naja, so läuft das halt. Ne? Dann ist halt während der Fahrt einfach der Akku leer und dann geht das blöde Ding aus. Ärgerlich. Na gut, was soll's. Auf jeden Fall, ich habe gestern die Stelle dann alles sauber gemacht gehabt und habe anschließend den Mist noch verfahren gehabt. Die Lore aufgeräumt, Kramer aufgeräumt, Auto aufgeräumt, das stand dann noch vor der Garage und dann hat es Abendessen gegeben. War ich ein wenig spät dran, war nämlich mittlerweile 8, dann gleich wenn mein Eiche kriegt. Naja, ist halt so. Arbeit geht vor und erst die Viecher, dann ich. Alles rum, mache ich's nicht. So, jetzt haben wir mittlerweile Sonntag. Ich stehe schon wieder im Stall und ich bin runtergekommen und habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe die Pferde in den kompletten Ballen Stroh rein, so wie immer. Stall war ja auf abends zu dann frisch, kompletter Ballen Stroh rein, Heu rein und. Dann haben sie noch ihr Futter gekriegt gehabt. Ja, und ich komme jetzt gerade hier rein und der schaut wieder aus, wie wenn die Bomben eingeschlagen hätten. Alles voll gekackt, was es nicht gibt. Ja, ist irgendwie typisch. Ich kenne sie schon gar nicht mehr anders. Das müsste ja gewöhnt sein. Jetzt habe ich den Stall wieder frisch gemacht und so schaut es jetzt aktuell aus. Wieder frisch Stroh. Ein bisschen Heu da, natürlich Heu da. Fleißig am Mampfen. Naja gut, die fressen halt das Stroh wahrscheinlich mit. Schmeckt auch, ich meine, das ist ein wenig Rauffutter, das kann auch nicht schaden. Deswegen haue ich immer einen ganzen Ballen rein. Und nachdem ich eh jeden Tag sauber mache, ist das nicht schlimm. Naja, und was ich dann jeden Tag hier als Dünger raushole quasi, ja, das ist das Ergebnis. Viel Stroh ist da nicht mehr drin irgendwie. Aber naja gut. Man könnte jetzt natürlich hergehen, könnt da immer wieder auch Stroh draufschmeißen, Strohmatratze machen. Ich habe aber schon mal gesagt, im Sommer mache ich sowas nicht. Miste ich lieber öfters aus. Dann hat mir die Mucken und das Zeug nicht so im Stall. Ja, und dann wird halt jeden Tag so eine Ladung hier rausgeholt. Mal mehr, mal weniger. Koppel habe ich auch gleich abgeäppelt. Das ist das trockene Zeug da oben drauf. Das habe ich von da oben runtergeholt. Ja, ich weiß, die Koppel ist relativ trocken, aber das liegt einfach an der dauerhaften Trockenheit, die wir haben. Nur mal so zum Vergleich, also da stehen sie jetzt aktuell drauf. Ich weiß, da ist nichts zu holen und es ist mehr Steppenlandschaft, kannst du sagen, aber guckt mal hier rüber, tja, kommt kein Gras hoch. Es wächst einfach nicht vom Arsch weg, es sind aber ein paar Blümler jetzt Kummer. Das Weiße ist alles Ackerwinde, ekliges Zeug, Scheißdreck. Ja, ein paar Butterblümler sind mit drin, aber wächst einfach nichts. Zu wenig Regen, viel zu wenig Regen. Man sieht die Bäume an. Ich meine, gut, die sind alt, aber der Kirschbaum ist braun. Der Zwetschgerbaum hat fast keine Blätter mehr. Der Äpfelbaum schaut ziemlich traurig aus. Der Kaschbaum da hinten, der ist tot. Muss man auch dazu sagen. Da haben die Pferde natürlich auch dran rumgefressen. Blöd gelaufen. Ja, aber weil ich sage Trockenheit, ja. Jetzt wird der ein oder andere sagen, es hat doch bei euch da unten in Oberfranken geregnet. Ja, es stimmt natürlich, es hat geregnet. Wir hatten gestern ein bisschen Regen. Ein bisschen. Wetter-App hat noch gemeldet, Steigregen und Gewitter und überhaupt. Ja, ein Gewitter kam tatsächlich. Relativ kurz. Vielleicht um eine halbe Stunde hat es ein bisschen gewittert gehabt, aber auch nicht arg. War eher weiter weg. Regen hatten wir gestern immer mal sporadisch ein bisschen was. Da kam mal kurz eine Plausche, dann war es wieder weg. Kam mal wieder eine kurze Plausche. Also Steigregen war es nicht. War mal zwischen Niesel und halt normalen Landregen, aber nie lang anhalten. Das sind immer so 5 Minuten, 10 Minuten Regen gewesen. Ja, und Gesamtmenge, Niederschlagsmenge gestern waren 3 Liter. Ja gut, ich jammer jetzt, weil es 3 Liter sind. Andere sagen, sei froh, du hast wenigstens überhaupt was gehabt. Aber es fehlt an Wasser. Es fehlt sowas von an Wasser. Es ist so verdammt trocken schon wieder. Nicht schön. Guckt man sich hier den Boden an, der reißt überall auf, das ist alles ausgedarrt. Ich meine, man sieht noch ein bisschen von der Restfeuchtigkeit von dem Regen natürlich hier. Also ganz trocken ist es nicht, aber tja, zu trocken. Und das ist auch mein Problem beim Schälpflügen unten, es ist so trocken, dass der Pflug teilweise nicht neige, dann macht er schlechte Arbeit. Ja, den Grubber könnte ich natürlich noch nehmen, wäre noch eine Möglichkeit. Bloß das Problem ist beim Grubber, der durchschneidet den Boden nicht so schön. Ist zwar gut fürs Ausfallgetreide, aber halt wieder zum Abschälen schlecht.
Flügelschaden bräuchte ich jetzt gar nicht drauf machen. Wenn der Flug nicht neu geht, geht der Grubber dann auch nicht neu. Das kannst du ablöten. Das wird nichts. Es ist halt wirklich ein lehmiger Boden. Der ist, wenn der austrocknet, hart wie Beton. Und du, wenn du da innen ein wenig gräbst, du hast ca. 15 cm, bis einmal ein wenig Feuchtigkeit zum Vorschein kommt. Obendrauf ist es wie eine harte Betonplatte und bis der Pflug sich da reinzieht, dann hast du Stellen, wo die Nassgalle ist, da zieht es ihn natürlich schön rein, da geht es wunderbar. Da hast du auch ziemlich weit oben die Feuchtigkeit und dann hast du aber Stellen, wo halt die Feuchtigkeit komplett fehlt. Hat man auch am Ertrag dann gesehen und da ist er knochentrocken. Da kannst du Ackern schälen, wie du willst, kommst du nicht gescheit rein. Naja. Ja, bevor es wieder heißt, ich hätte ja nur wieder hier gelabert. Ja, jetzt machen wir halt einfach ein paar Bilder vor die Schweine selber, ne? Da haben wir das Ferkelchen. Okay, du bist der Schöne. Ein Anhänglicher, ne? Freilich. Und der Schmutti. Ja, du bist der Feine, hä? Du brauchst ein Wasser, du, hä? Ja, das Wasser vom Vorsichtsmaßnahme vom Dreschen habe ich hier unten runtergestellt und lasse ihnen immer ein bisschen rein. Wir haben da ein wenig ein Matschloch und ein wenig Wasser zum drinnen rumtouren. Ja, mein Schöne. Ja. Ja, wie gesagt, die sind halt nicht so riesig. Zu ihm muss man sowieso sagen, es ist ein Nachzügler. Er war eher weniger zurückgeblieben. Der war ja nur halb so groß wie er, wie ich sie gekriegt habe. Und ist aber einen ganzen Monat älter. Ein bisschen aufgeholt hatte, definitiv. Ne? Da ist Mutti. Aber der wird nie so riesig werden wie der Anne. Das ist einfach so. Ja, damit muss man leben. Mensch, also ich tue mich deswegen hier nicht ab. Und deswegen finde ich das auch nicht schlimm. Es war wie gesagt zum Probieren und da habe ich gesagt, ich nehme den mit. Und das hat für mich gepasst. Und dass sie so aufdringlich sind, ist wie gesagt, die sind halt total verschmust. Die genießen das. Hm? Ja. Bist der feine Kerl. Du bist der feine Kerl mit einem borstigen Fell. Und zack. So. Deswegen sind die Gurse aufdringlich immer. Das sind nämlich Genießer. Klar könnte ich auch Schweine haben, die jetzt hier davonrennen und sich irgendwo in einem Eck verstecken. Aber ich habe da damit kein Problem, wenn sie ein wenig kommen und ein wenig schmusen wollen. Mein Gott, sollen sie. Die freuen sich ihres Lebens. Und der ist ein guter Kerl. Da gibt's nichts. Der ist ganz lieb, versteht sich immer noch mit den Hühnern hervorragend. Weil es da auch immer Diskussionen gab, oh, ob das gut geht. Also wie gesagt, die... Ja, ja. Fühlen sich da Hunden wohl. Klar, hier drinnen wächst nichts, das war aber vorher schon so, bevor ich die Schweine hatte. Es ist nun mal einfach totes Gelände hier unten. Und da ist dasselbe Problem wie überall, wo Bäume sind. Ja, hier stehen auch Bäume und tja, da fehlt dann der Nährstoffbedarf, beziehungsweise da fehlt es dann an Wasser. Das ziehen die Bäume weg und dann wächst es an der Stelle schlechter. War aber früher schon so, hier unten hast du nie richtig Ertrag beim Heuen gehabt. Ja, wenn du auf die ganze Fläche, wo jetzt hier eingezäunt ist, einen halben Ballen Holz angebracht hast, dann war es viel. Von daher sollen sie hier runter, hier haben sie schön zu tun. Ich meine, was ich hier halt an zusätzlicher Arbeit habe, ist immer mal mit dem Eisenrechen durch und den Dreck, den sie rausschieben, wieder ein wenig reinziehen, den Zaun immer schön frei halten. Aber ich sag, das gehört für mich einfach dazu. Ich habe da kein Problem damit und ich weiß, da wäre ich belächelt vor irgendwelchen anderen. Das mag mir auch durchaus bewusst sein. Aber mich freut es, dass es die Tiere gut geht und dass sie sich wohlfühlen. Und der Meinung bin ich nun mal. Will? Was ist? Ja, was ist denn?
Tu mir deine Schmuddel noch. Schau die Hosen mal aus wie Sau. Ich meine, Angst dürfen wir natürlich keine vor ihnen haben, ne? Die haben schon Kraft, wenn sie zubeißen, denen. Das mit Sicherheit. Und die haben auch schon so viel Gewicht, dass sie einen locker umschubsen können, wenn sie wollen. Aber Angst habe ich vor denen nicht. Respekt, ja. Man muss immer ein wenig aufpassen. Ja, jetzt das T-Shirt. Ah, komm. Gehst auf. Was ist? Aber ich darf sie anlangen. Ich darf sie krabbeln. Die genießen das. Und das ist doch die Hauptsache, gell? Ja. Juckt's du? Bist du feiner Kerl. Ja, du bist der Feine. Der Feine. Mein Fägelchen. Der Schmudi puncht ein wenig im Wasser. Naja, hat er recht. Soll er nicht. Ja, da unten haben wir es wegen den Ausputz aus dem Mähdrescher quasi hingekippt. Also beim Mähdrescher reinigen fällt ja mir doch ein bisschen Stroh und Zeug an. Und alles, was wir da rausgeholt haben, das haben wir schön hier runtergekippt. Da haben die fleißig drinnen gewühlt gehabt, haben sie sich gefreut. Ja? Ja, du auch? Nein, nicht ins Ohr vom Schmudi. Ist der Komiker, hä? Hi Rüssel. Ja, also wie gesagt, die fühlen sich da unten sichtlich wohl. Und wie gesagt, dann wachsen sie halt ein wenig langsamer. Er ist jetzt, wie gesagt, gestern ein Jahr geworden, 3. August. Ist er geboren. Klar, könnte mit Sicherheit noch größer sein, wenn ich ihnen noch mehr Eiweiß und weiß der Teufel was geben hätte. Könnte mit Sicherheit noch größer und schwerer und fetter und überhaupt so, aber für mich ist das in Ordnung. Unterernährt ist er auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das sehe ich halt mal. Stockenmaß ein bisschen höher wie Knie hoch, ne? Ja, ja. Spielen dumm sie richtig gern? Nein, die Hose frisst du nicht. So, und wer kann das mit seinen Schwein daheim machen? Wer hat's hat? Wie gesagt, die sind aufdringlich, weil sie gerne schmusen. Die sind halt einfach anhänglich. Aber das passt schon so. Das soll so. Gell? Und dann muss man halt beim Ausmisten ein bisschen aufpassen. Dann kann es halt sein, dass er mal einfach mit reinkommen und einem dabei helfen. Ja, jetzt hocken wieder die ganzen Hühner dahinter. Ihr habt doch der Hühner eigentlich gar nichts verloren. War schon, euch interessiert es ja nicht. Vor allem runter vom Wasserkübel. Eigen Frecke. Ja, als Einstreugästen wieder Stroh rein. Richtig schön frisch. Haben sie ein neues Bett. Passt doch so. Aber wie gesagt, die kommen dann auch mit und dann schauen sie, ob es was Neues gibt. Denen, wenn es da unten was reinschmeißt, spielen sie auch gerne damit, sei es ein Ästler oder selbst der Basketball ist da unten schon gelandet. Und dann nehmen die auch zum Spielen, dann kommen die auch damit rumbollen. Macht ihnen auch Spaß. Es ist nicht so, weil sie draußen sind und wühlen können, dass sie da nichts anderes auch nicht annehmen. Die sind eigentlich mit allem zufriedenzustellen, alles was sie haben. Und ich meine, die Löcher, die sie hier graben,
Ja, ich weiß, das sind alte Dachziegeln, die hier unten lagen. Früher war der Dachziegelhaufen eigentlich immer hier an der Seite gestanden. Die waren leider alle ziemlich kaputt. Die waren dazwischen gelagert, ja, seit ich Schweine habe. Sind die Dachziegeln halt überall, die haben sie schön fleißig verteilt. Ich hatte ja erst Bedenken, dass sie sich da dran verletzen täten oder irgendwas, aber überhaupt nicht. Und wenn du das da dazuschütten tust und gerade ziehst, am nächsten Tag hast du dann immer hier so ein schönes Loch. Das graben die fleißig raus. Genießen die richtig. Ja, mei. Wenn es ihnen gefällt, wenn es ihnen Spaß macht. Wo man halt immer ein wenig aufpassen muss, das ist halt da, die graben wir da alles aus. Da muss man die Erde dann einfach von da unten wieder da hochschaufeln. Das ist immer ein wenig mit Arbeit verbunden, das mache ich alle Vierteljahr einmal. Komme ich bislang ganz gut hin. Was will mir dann mehr? Also wie gesagt, ich tue mich da nicht ab. Ich bin zufrieden. Und alle Skeptiker, denkt über mich, was ihr wollt. Ich ziehe mein Ding so durch, ich probiere das. Und dann wird man schon sehen. So Leute, und jetzt ist schon wieder Montagabend. So schnell vergeht immer die Woche. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Weg zu den Hühner und Schweinchen. Sie bringen ins Bett. Viecher habe ich vorhin schon fertig gemacht. Vorhin wieder ein paar Bahnen geschält gehabt. Ja. Boden ist immer noch zu trocken. Wir hatten jetzt die letzten 4 Wochen, wenn es gut kommt, vielleicht 20 Liter. Aber nie am Stück, dass du sagst, es hätte was gebracht, sondern immer Kleckerles weiß, da mal ein Liter, da mal ein Liter, da mal 2 Liter. Und ja, bei der Haufen Trockenheit hält das natürlich nicht lange an. Tja, Endergebnis, viel zu trocken. Und deswegen komme ich nicht in den Boden rein, habe ich ja schon gesagt. Ja, jetzt speien wir gerade die Schweine und Hühner ein. Die warten schon auf ihr Abendessen. Kommst du auch? Immer noch ein bisschen gerupft von der Mause. Ja, ja, so ist es. Da warten noch mehr. Die haben Appetit. Ja, die bringen wir mal ins Bett. So, die Schweinchen und Hühner sind auch ins Bett gebracht. Damit sind jetzt dann alle Ställe fertig, alle Viecher versorgt. Haben wir frisches Wasser und der Futter. Ja, und dann kann auch ich jetzt Feierabend machen und mal Video schneiden. Soweit ist es wieder. Ja. Mich am Schälen unten. Da bin ich immer mal ein bisschen drüber. Ja klar, normalerweise sollte ich das Ganze an einem Tag machen, am besten den Schlag, aber Nebenerwerb, ne? Wenn du auf die Arbeit gehst, da hast du halt nicht eben die Zeit dafür und am Samstag waren andere Sachen noch angelegen. Dann ist das halt so. Ja, weil ich in letzter Zeit immer mal wieder gefragt war, warum stehen eigentlich bei euch so viele verschiedene Schlepper auf dem Hof? Wie der da zum Beispiel, Adolz 5006. Oder hinterm Holzstoß steht noch ein Eicher Tiger. Ja, ganz einfach die Erklärung. Wir machen einen Sammeltüff hier bei uns. Morgen am Dienstag. Also wenn dieses Video jetzt online kommt, um 4:30 ist TÜV-Termin bei uns. Da ist einmal der Deutz mit der ganz normalen HU dran. Dann ohne IHC ist dem dran. Der KL300 ist beim TÜV dran. Der Allgäuer ist beim TÜV dran. Ja. Außerdem kommt noch einer mit einem Autoanhänger vorbei. Der hat noch TÜV. Ich glaube, ein Moped kommt noch dazu. Sind halt immer so wegen die Sammeltüff, die wir hier draußen machen. Da wird immer zusammengefasst. Bei uns bietet es sich halt an, wir haben den Platz dann auch dazu. Ja, und der Eicher, der da hinten steht, der braucht eine Vollabnahme. Die wird auch gleich hier mitgemacht. Da ist wohl, ja, oder der Brief ist noch vorhanden, aber der kriegt auf jeden Fall auch ein HU oder was. Also ich glaube, Papiere waren vorhanden, da ist es keine Vollabnahme, nicht, aber zumindest geprüft werden muss er. Der soll wieder zugelassen werden, soweit ich das jetzt weiß. Der soll hergerichtet werden für die Besitzer. Naja, schauen wir mal. Ja, ist auf alle Fälle morgen der Termin. Ja, und wie das Ganze ausgeht, das werdet ihr dann am Freitag sehen. Also, wenn ich am Freitag dann irgendwo ein Problem habe, dann werdet ihr das im Video erfahren. Hoffen wir mal nicht, dass es dann irgendwo Probleme gibt. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen die Schlepper laufen. Blinker gehen, Lichter gehen, Hupe geht, Bremse geht. Was soll groß sein? Ölverlust haben sie im Endeffekt auch nicht. Also ich mache mir da eigentlich keine großen Gedanken. Kann auch mal eine Birnle oder Sicherung kaputt sein, das
Meistens so, wenn TÜV ist, aber es sind keine gravierenden Sachen, aber das wird irgendwie laufen. Ja, aber wie gesagt, wie das ausgeht, das erfahrt ihr ja dann am Freitag. Vielleicht, muss ich mal sehen, kann ich ein bisschen was filmen. Ich glaube das aber eher nicht. Weiß ich nicht, ich kann meinen TÜV-Prüfer mal fragen, ob er was dagegen hätte, wenn ich das ganze Film, wenn ich schaue, dass ich ihn vielleicht nicht mit drauf bringe. Keine Ahnung. So ein Sammel-TÜV ist auf alle Fälle immer ganz praktisch. Andere weiß ich, die fahren mit ihrer Schlepper immer zur TÜV-Station selber und machen dort alles. Ja, bei uns sind es jetzt 3 Schlepper auf einmal. Wenn du mit 3 Schlepper zur TÜV-Station musst, dann wirst du ja dumm und deppert. Da bin ich schon froh drum, wenn ich mir überlege, ja, die 3 Schlepper sind dran. Und der kommt außen vorbei und macht den TÜV hier auf dem Hof. Das bietet sich für mich auf alle Fälle an. Das ist ganz praktisch. Was liegt denn da rum? Okay. Schau, das wird Pilz. Ja. Schauen wir mal, was er morgen spricht. So jetzt auf alle Fälle der aktuelle Stand. Mir ist die Woche nicht passiert. Tja. Mir gibt es dann auch nichts zu sagen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich jetzt auf alle Fälle eine schöne Woche. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen an alle, die dabei waren. Ich hoffe, ihr schaltet dann am Freitag wieder mit ein. Und ja, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an alle treuen Zuschauer und ein herzliches Willkommen an die letzten Neuzugänge, die abonniert haben. Freut mich immer wieder. Ja. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Man sieht sich wieder. Bis die Tage. Servus.